Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie hier auf Neu1 zum aktuellen Neu1-Journal. In dieser Sendung werfen wir einen Blick auf den Neustrelitzer Schlossberg und zur Neustrelitzer Grundschule Sandberg. Und wir stellen Ihnen die neue Quartiersmanagerin in der Neubrandenburger Nordstadt vor. Beginnen wollen wir aber mit aktuellen Zahlen zur Situation am Arbeitsmarkt. Nach einem Jahr 2023 mit sinkenden Arbeitslosenzahlen stieg die Arbeitslosigkeit im Landkreis MSE saisonbedingt zum Jahreswechsel an. Grund dafür sind laut Agentur für Arbeit Neubrandenburg verschiedene Faktoren. Zum einen das Auslaufen befristeter Arbeitsverträge zum Jahresende, die Winterflaute sowie das eingeschränkte Tourismusgeschäft. Im Landkreis waren im Januar 12.369 Personen arbeitslos gemeldet. 754 mehr als im Vormonat und 82 mehr als im letzten Januar. Die Arbeitslosenquote liegt bei 9,6%. Die Regionen mit der geringsten Arbeitslosigkeit sind mit 8,2% Waren und Neustrelitz, die mit der höchsten Neubrandenburg mit 12,1%. Jedoch lässt sich zu diesem Anstieg auch etwas Positives sagen. Die Arbeitslosigkeit, das ist tatsächlich von Dezember zu Januar 2024 der geringste Anstieg seit der Wiedervereinigung und hat etwas damit zu tun, dass die Zugänge von Menschen, die in Beschäftigung sind, in Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren rapide gesunken ist. Mal zum Vergleich, im Jahr 2013 waren das im Jahresdurchschnitt so um die 19.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich arbeitslos melden mussten. Im Jahr 2023 waren es lediglich noch 9.000. Jeder zu viel, gar keine Frage, aber die Halbierung lässt einen zuversichtlich stimmen, dass sich der Arbeitsmarkt weiterhin stabil und auch robust halten wird. Den Fokus möchte die Arbeitsagentur laut Agenturleiter Bünning zum einen auf die Schulbildung legen. Denn 40% der Arbeitssuchenden haben keinen Schulabschluss, bei den unter 25-Jährigen sogar 80%. 11% verlassen die Schulen ohne eine Berufsreife, ein Problem, wo die Arbeitsagentur frühzeitig mit Angeboten gegensteuern möchte. Ein weiteres wichtiges Feld sind Weiterbildungen und Qualifikationen der Arbeitnehmer. Diese könnten dafür sorgen, den Mangel an Fachkräften zu bekämpfen. Um das anzugehen, wurde das Angebot JobTurbo ins Leben gerufen. Und JobTurbo zielt primär auf die geflüchteten Menschen ab, die sich leider in unserem Landkreis melden mussten, gerade jetzt aus der Ukraine durch den barbarischen Krieg. Und wir sind natürlich schon auch sehr daran interessiert, die Menschen, die sich hier bei uns gemeldet haben, möglichst schnell auch in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Große Barriere, gar keine Frage, ist die Sprache. Hier sind wir aber auch dabei, mit den Integrationskursträgern ins Gespräch zu kommen, um nach einer guten Sprachausbildung auch die Integration am Markt zu bedienen und letztendlich, klar, auch dem hohen Fachkräftebedarf dann auch gerecht zu werden. 2024 wird bestimmt sein von Fachkräftemangel und den Fragen, wie es möglich sein kann, mehr Menschen in einen sicheren Beruf zu bekommen. Der Trend der insgesamt sinkenden Arbeitslosigkeit ist jedoch ein positives Zeichen. Neustrelitz trägt den Titel Residenzstadt, hat einen Schlossgarten, eine Schlosskirche, aber bekanntlich einen leeren Schlossberg. Sollte sich das wieder ändern? Ein seit Jahren umstrittenes Thema. Der Schlossberg in Neustrelitz ist schon seit vielen Jahren Gegenstand hitziger Debatten. Immer wieder wird sich darüber gestritten, was auf dem Areal entstehen soll. Nach und nach wuchs die Idee heran, das Schloss in seiner historischen Form wiederzuerrichten. Jedoch würde das Vorhaben zu teuer werden, daher einigte man sich zuerst auf den Bau des Turms. Diese Diskussionen fanden unter anderem auf den sogenannten Schlossberg-Konferenzen statt. Dort wurde zu Beginn ergebnisoffen argumentiert und debattiert. Nun ging am 29. Januar die Veranstaltungsreihe in ihre 7. Auflage und bot allen Perspektiven auf das Vorhaben Neubau Schlossturm ihren Platz. Was zur Folge hat? Dass dieses Diskussionspanel, dieses Forum gut gelungen ist, dass hier alle zu Wort kommen. Und natürlich sich daraus jetzt auch einzelne Beschlüsse entwickeln müssen. Das ist nicht Aufgabe unserer Stiftung, aber wir sorgen dafür, dass hier alle zueinander kommen. Und das, muss man sagen, ist jetzt zum 7. Mal außerordentlich gelungen. Debattiert wurde über die Finanzierbarkeit und Nutzung des zum Leuchtturm der Demokratie ausgerufenen Schlossturms. Grundsätzlich war man sich mehrheitlich einig, der Schlossturm soll in seiner historischen Form wieder errichtet werden.
Doch bis zur Umsetzung sind noch einige Meter zu gehen. Ich hoffe, dass wir jetzt langsam das hinkriegen. Wir haben jetzt am Donnerstag noch mal einmal eine Beschlussfassung in der Stadtvertretung. Da wird das noch mal diskutiert werden. Aber ich denke, wir müssen jetzt was hinkriegen, sonst fällt das Ganze in sich zusammen. Frei ist der Weg zum Neubau allerdings noch nicht. Die CDU-Fraktion der Neustrelitzer Stadtvertretung hat vor kurzem einen Beschluss erwirkt, welcher den Neubau des Schlossturms vorsieht. Doch Bürgermeister Andreas Grund legte Widerspruch ein und verwies auf die nicht ausreichend finanzierten Bau- und Folgekosten. Diese werden mittlerweile auf 9,5 Millionen Euro geschätzt. 6,6 Millionen Euro würden aus Fördermitteln von Bund und Land kommen. Mit Blick auf eventuell weiter steigende Kosten drängen die Konferenzteilnehmer auf ein schnelles Handeln. Wir wünschen uns als Stiftung, dass sich alle, die sozusagen dann entscheidungsbefugt sind und Beschlüsse fassen, jetzt mal durchringen zu einer Entscheidung. Nur damit kann man ja einen Schritt weiterkommen. Wie die Entscheidung dann ausfällt, das muss natürlich in Neustrelitz vor Ort dann entschieden werden. Die Konferenzteilnehmer haben es satt zu warten. Vorgeschlagen wurde, Bauabschnitte und Finanzierung in Etappen zu realisieren und es soll nach weiteren Spenden und Fördermitteln geworben werden. Jedoch dürfen Spenden erst mit einer Baugenehmigung eingeholt werden. Auch eine Planbarkeit des Projektes wird erst möglich, wenn das Areal geräumt ist. Bis also konkrete Schritte eingeleitet werden können, wird es zumindest noch eine 8. Schlossberg-Konferenz geben. Gleich nach einer kurzen Werbepause bleiben wir noch in Neustrelitz und schauen, über welche baulichen Verbesserungen die Grundschule Sandberg sich freuen kann. Ich liebe Aktivitäten in der freien Natur. Wandern, Radfahren, Golf spielen. Und damit es noch lange so bleibt, nehme ich Rosaxan, um meine Muskeln und Knochen zu unterstützen. Denn mit Schmerzen in den Gelenken wäre das alles nicht möglich. Danke, Rosaxan. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Frische Produkte in Bio-Qualität zu fairen Preisen. Individuell online zusammenstellbar. Per Lieferservice direkt vor die Haustür. Der Biomarkt Neubrandenburg. Beiträge rund ums Wohnen in Neubrandenburg. Monatlich neu, zu sehen täglich. Hier auf Neu1, das Neuwoges-Magazin.
neue 250 Meter Rundbahnen, mehrere Sprintstrecken, Schlagwurf- und Weitsprungbahnen. Alles das, was man braucht, um beim Sportunterricht die besten Leistungen zu zeigen. Es ist die wohl modernste Schulsportanlage in Neustrelitz und sie hat bereits zu einigen persönlichen Rekorden geführt, weiß Schulleiterin Betty Hirschfeld zu berichten. Also der Rahmenlehrplan kann jetzt natürlich durchaus erfüllt werden und auch die Schüler bringen wesentlich bessere Leistungen als auf der alten Anlage. Ne? Also alleine die Weitsprunganlage ist wunderbar und die Schüler bringen wesentlich bessere Leistungen beim Sprint. Ich habe da auch nochmal nachgefragt bei der Sportlehrerin, die das auch so nochmal unterstützt hat. Noch Anfang 2020 musste die Neustrelitzer Grundschule Sandberg im Sportunterricht mit einem Sandplatz Vorlieb nehmen. Die alte Sportanlage war von modernen Standards weit entfernt. Von intakten Sportgeräten konnte keine Rede sein. Ja, der ursprüngliche Sportplatz gehörte ja gar nicht zu dieser Schule, sondern zu einer anderen Schule, die dann abgerissen wurde. Und der Platz, der übrig blieb, der entsprach einfach nicht mehr den, ja, ich sag mal, den Ansprüchen, die man an eine moderne Schulsportanlage hat. Und ja, es war letztendlich auch nur noch ein Schotterplatz. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass wir jetzt eine moderne Anlage haben. Im Sommer 2020 begannen die Bauarbeiten zur Errichtung einer neuen Sportanlage. Unterstützung erhielt die Stadt Neustrelitz bei der Finanzierung des Projektes durch Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Geplant und gebaut wurde in enger Abstimmung mit der Grundschule. Es gab damals bei der Planung Gespräche mit der ehemaligen Schulleitung und auch die Sportlehrerin wurde mit involviert und durfte Wünsche äußern. Aber natürlich ist das alles immer nur im Rahmen der Möglichkeiten dann auch zu berücksichtigen. Aktuell profitieren 210 Grundschüler und Hortbesucher von den neuen Gegebenheiten. Durch die moderne Anlage wurden auch ganz neue Nachmittagsangebote für die Hortbesucher möglich. Also durchaus positiv und auch bis heute. Ich sag mal, diese Anlage hat natürlich auch eine Strahlkraft, ne? Und so eine moderne Anlage gehört zu einer modernen Schule. Und das ist natürlich für unser Image auch heute noch wunderbar und großartig zu nutzen. Die neue Sportstätte und die aus ihr resultierenden Möglichkeiten verzeichnen bis heute eine positive Wirkung auf die Schülerzahlen. Seit Fertigstellung der neuen Anlage konnte sich die Grundschule Sandberg in den vergangenen Jahren über steigende Anfragen und Schulanmeldungen freuen. Und damit jetzt nach Neubrandenburg. Im Norden der Stadt gibt es seit kurzem eine neue Ansprechpartnerin im Quartiersmanagement. Wir stellen Ihnen die engagierte junge Frau jetzt vor. Fanny Walter macht sich in der Ravensburgstraße auf den Weg. Nach dem Weggang des langjährigen Quartiersmanagers für die Nordstadt, Stefan Reich, ist Frau Walter nun, wie man so schön sagt, die Neue. So neu ist Fanny Walter aber eigentlich gar nicht mehr. Schon seit dem 1. November 2023 arbeitet sie als Quartiersmanagerin für Ihlenfelder Vorstadt, Vogelviertel und Reitbahnviertel. So bestehen natürlich schon gute Kontakte zu den Akteuren und Institutionen der Nordstadt. Netzwerken ist schließlich die Grundlage einer guten Quartiersarbeit. Arbeit, die den sozialen Zusammenhalt und das Miteinander fördert und stärkt. Das hat sich seit Jahren bewährt. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute bei Ihrer Arbeit. Dankeschön. Am 25. Januar wurde Fanny Walter nun offiziell in ihre Funktion eingeführt und das Quartiersmanagement von der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft an den ASB als neuem Träger übergeben. Heimstatt bleibt die gewohnte und bewährte Adresse, zusammen mit der Begegnungsstätte von Neuwoges und Diakonie. Also die Zusammenarbeit funktioniert erstmal total gut mit der Diakonie, also mit der Begegnungsstätte mit Frau Zabelmuth und den hauptamtlichen Mitarbeitern hier. Und ist natürlich ja eine besondere Synergie, die wir da haben. Und wir profitieren beide davon. Also dadurch, dass hier viele Bewohner einfach diese Räumlichkeiten nutzen, Angebote nutzen, komme ich natürlich auch viel ins Gespräch. Ich gehöre dazu. Andersrum ist es natürlich auch so, dass durch meine Arbeit die Begegnungsstätte auch was davon hat. Also dass wir profitieren von auf beiden Seiten, für die Bürger vor allen Dingen. Mit der Übernahme des Quartiersmanagements Nordstadt durch den ASB liegt nun die Stadtteilarbeit der gesamten Viertore-Stadt in den Händen eines kompetenten Trägers und einer bewährten Partnerschaft wird so ein weiteres, erfolgreiches Kapitel hinzugefügt.
enge Zusammenarbeit, die in Deutschland Vorzeigecharakter hat, wie ASB-Geschäftsführer Frank Brehe schon oft erfahren konnte. Na, egal, wo ich das erzähle und in welcher Stadt ich bin, und mit Gesprächspartnern, die können es immer gar nicht fassen, dass es sowas gibt. Das sind zwei Wohnungsgesellschaften, also die Neuwobahn, die Neuwoges und die Stadt und ein freier Träger, so eine Projekte starten. Das ist scheinbar einzigartig irgendwie in Deutschland. Wir haben ja damals auch schon mal einen Preis gekriegt für die Südstadt, für so ein ähnliches Projekt, wo der ASB mit der Neuwoges sozusagen das Projekt hatte. Und ja, für mich ist das eigentlich in Neubrandenburg gewachsen. Ne? Ich denke immer, das ist normal, dass Leute zusammenarbeiten, die irgendwie die gleichen Interessen haben, nämlich das Interesse, dass es ihren Bürgern und ihren Bewohnern gut geht. Aber es scheint irgendwie einzigartig zu sein. Ist schwer für mich nachzuvollziehen, aber es ist so. Und ich finde es total gut, dass solche Wege gegangen werden. Nicht jeder versucht, irgendein Problem allein zu lösen, sondern dass es zusammen geht. Probleme nicht allein, sondern zusammen lösen. Ideen entwickeln, Synergien nutzen, Gemeinschaft stärken. Das gilt für die Arbeit im Stadtteil, aber auch der Stadtteile untereinander und mit den Akteuren der Vier-Tore-Stadt. Regelmäßig sitzt man dazu an einem Tisch, bewegt und realisiert, oft im Hintergrund, aber nicht ohne Effekte, weit mehr als nur die beliebten Stadtteilfeste. Ein wichtiger Baustein für das Miteinander der Menschen in unserer Stadt, betonte zur Einführung der neuen Quartiersmanagerin auch einmal mehr der Oberbürgermeister. Naja, die Menschen wollen zunächst ein schönes Zuhause haben, ein gemütliches Zuhause, aber dann denken sie auch daran, wie wohl fühle ich mich in meinem Quartier. Und dabei sind solche Anlaufpunkte extrem wichtig, weil sie eben die Menschen beteiligen, weil sie dafür sorgen, dass Menschen sich in ihr Stadtgebiet, in ihr Stadtteil einbringen können und somit das identitätsstiftend wahrnehmen und sagen, das ist mein Kiez, das ist mein Quartier. Und deswegen ist das eine extrem wichtige Aufgabe, die hier bewerkstelligt wird. Fanny Walter hat sich bereits gut in ihre neue Tätigkeit hineingefunden. Rita Ulrich schaut zum Beispiel regelmäßig vorbei, nutzt gern die Angebote der Begegnungsstätte und schätzt ein offenes Ohr des Quartiersmanagements. Zur neuen Ansprechpartnerin entstand schnell ein vertrauensvolles Verhältnis in jeder Lebenslage. Dann bin ich zu Fanny ins Büro gegangen, ne? Und dann haben wir beide auch mal hinter der verschlossenen Tür gesprochen. Ja, und das tut mir einfach gut. Mir gefällt das hier, wie gesagt, sehr gut. Würde ich jedem empfehlen. Gute Ideen gemeinsam verwirklichen. Unterstützt aus dem Nachbarschaftsfonds. Gleich informieren und Wünsche mitteilen. Die Neuwoba präsentiert Ihnen das Wetter auf Neu1. Machen Sie mit und verwirklichen Sie gemeinsam Ihre Idee. Gleich informieren und Wünsche mitteilen für Unterstützung aus dem Nachbarschaftsfonds der Neuwoba. Mit den Wetteraussichten für die ersten Februartage sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Schön, dass Sie dabei waren. Gleich gibt es wie gewohnt das Wirtschaftsfenster im V. Darin werfen wir auch einen Blick auf sportlichen Betrieb in der frisch sanierten Neubrandenburger Stadthalle. Das nächste Neueinschnall dann ab 9. Februar hier an dieser Stelle. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Hallo und herzlich willkommen im Autowaschpark Picobello. Ich bin Katja Nawrocki, Inhaberin und Geschäftsführerin vom Autowaschpark Picobello. Mein Betrieb gibt es seit 1994, welchen meine Eltern aufgebaut haben. Damals wie heute legen wir großen Wert auf Qualität. Aus diesem Grund habe ich im Oktober 2019 eine komplette Sanierung durchgeführt und eine moderne Waschstraße mit textilem Waschmaterial einbauen lassen. Bei uns kümmern sich 7 Mitarbeiter um Ihr Auto. Zusätzlich zur Autowäsche bieten wir ein umfangreiches Angebot an Reinigung und Pflege an. Dafür steht Ihnen unsere Pflegeabteilung zur Verfügung. Und zu guter Letzt haben wir seit 2003 ein eigenes Reisebüro, das Reisebüro Picobello. Heilung durch die Kräfte der Natur. Dies praktiziert Salah M. Kisaf in seiner Praxis für arabische Naturheilmassage erfolgreich bereits seit vielen Jahren. Ich bin Heiler ab Kinderzeit. Das ist unsere Tradition. Das ist mein Vater und mein Opa und das ist in meiner Familie. Seit Jahrhunderten wird das umfangreiche Wissen um die Kisaf-Methode in der Familie weitergegeben. Die heilende Kraft der Hände stellt die Harmonie im Körper wieder her und aktiviert die Selbstheilungskräfte. Die Anwendungsgebiete sind groß. Die Patientin muss immer mitarbeiten. Mit Essen, mit Trinken, mit Bewegung, mit Übung, mit was ist mit Schlafen, was ist mit welcher Tee trinken. Ich habe gemacht einen Tee, mache die Steine in der Galle oder in Niere und so. In 2 Wochen ist weg. Täglich neu stellt das Team der Praxis, bestehend aus Salah M. Kisaf und seinen Söhnen Nava und Navares, einen wohlschmeckenden Tee aus verschiedenen Kräutern zusammen. Die gemeinsame Einnahme des Tees mit Patienten und Gästen gehört bei Kisaf zum guten Ton. Sie ist außerdem die Einstimmung in den Prozess der Heilung und unterstützt diese. Denn der Tee wirkt reinigend und gibt neue Kraft. Schon im Kindesalter lernen die jungen Kisafs das Handwerk der Familie. Auch die Söhne Salas unterstützen ihren Vater bereits im Praxisalltag. Sie sind überzeugt von den Kräften der Selbstheilung und wissen um ihre Vorteile. Weil das liegt bei uns in der Familie, seit Generationen. Das ist auch so ein Teil von Schulmedizin. Okay, aber wir machen das auf unsere Art anderes. Also nicht nur Massage, nicht nur Punkte drücken, nicht nur Nerven auslösen. Selbst Krankheiten und Beschwerden, bei denen die Schulmedizin nur unzureichende oder keine Behandlung anbietet, nimmt sich die Praxis an.
So nehmen auch Patienten teils weite Anreisen auf sich, um bei KISAF Heilung zu finden. Ich habe seit ca. 10 Jahren MS, und zwar die schubförmige Version. Das bedeutet, man bekommt halt einen Schub. In der Regel geht der fast rückstandslos wieder weg und dann hat man erstmal eine ganze Weile wieder Ruhe. Und manchmal ist es halt so, dass eben in bestimmten Situationen die Schulmedizin nicht weiter weiß. Und gerade auch jetzt war es halt wieder so gewesen, dass ich halt einen Schub hatte Anfang des Jahres und die Schulmedizin mir nicht wirklich weiterhelfen konnte. Und ich halt wirklich Huckepack hier reingetragen wurde und bin heute zur 5. Behandlung hier. Und wie Sie sehen, ich stehe auf meinen Beinen, der Rollstuhl steht wieder in der Ecke und ich bin einfach nur glücklich. Voller Dankesworte sind auch die zahlreichen Briefe glücklicher Patienten, denen Sala M. KISAF in den letzten Jahren helfen konnte. Deine Beine hochmachen. Jawohl. Noch und zurück. Du kannst erzählen, was deine Mutter hat und wann. Meine Mutter hatte einen Schlaganfall am 1.6.2020. Seitdem kann sie nicht mehr sprechen und ist halbseitengelähmt auf der rechten Seite. Das heißt, der Arm und auch das Bein war bis vor ein paar Sekunden nicht mehr beweglich. Und was die Ärzte hat gesagt? Sie wird nie wieder sprechen können und auch nicht mehr laufen können. Wie heißt deine Krankheit? Wie heißt das? MDC1A, kongenitale vorgeburtliche angeborene Muskeldystrophie. Guck mal, die linke, jetzt kommt diese, die schwere linke vorher. Jetzt kommt alles. Guck mal, ja, wie die Reste jetzt, ja. Das ist wunderbar, ja. Wunderbar, ja. Das ist wunderbar, wunderbar, jo. Wie lange sind Sie keine Bewegung? 41 Jahre. 41 Jahre. Warum? Was hatten Sie vorher? Skiunfall. Ah, Skiunfall, aha. Also mit den großen Zehen, ne? Mit den großen Zähnen, ja, ja, klar. Ja, und jetzt ist es nach 41 Jahren erst einmal ja, bewegt. Ja, 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 bitte schön.